Clara, Bronze im Zeitfahren. Ich glaube, es ist das beste DM-Ergebnis im Zeitfahren bisher. Wie glücklich? Unfassbar glücklich. Damit hätte ich absolut wirklich gar nicht gerechnet. Von daher ist für mich, auch wenn man sagt, ja, nur Bronze, gell, ist der dritte Platz, aber ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet und bin unfassbar glücklich und stolz, was ich da erreicht habe. Ja. Du sahst im Ziel sogar erst ein bisschen enttäuscht aus. Dann hast du gesagt, ja, die Guten kommen ja alle noch. Und dann sahst du auf dem Hotseat, wann hast du gemerkt, okay, das ist doch gar nicht so schlecht gewesen? Wirklich erst, als die letzte Fahrerin ins Ziel gekommen ist. Weil ich wusste, dass die Top-Fahrerinnen letztes Jahr auf dem Podium waren, alle drei. Das sind einfach Top-Zeitfahrerinnen. Und ich habe, innerlich war mir klar, wenn die durchs Ziel kommen, dann wird meine Zeit geschlagen. Und erst, als dann wirklich die letzte Fahrerin durchs Ziel war und ich gesagt bekommen habe, okay, ich bin Dritte, erst dann habe ich es kapiert, dass das wirklich eine gute Zeit war. Pacing war ein bisschen der Schlüssel heute. Du warst Siebte an der ersten Zwischenzeit, die beste von denen, die am Ende auf dem Podium stehen. War das der Plan von Anfang an oder warum bist du das so angegangen? Also einen wirklich guten Plan hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ich wusste, dass es am Anfang ist vor allem Rückenwind und gegen Ende im Gegenwind mehr bergauf. Da braucht man einfach noch genug Energie. Von daher bin ich den Start schon eher ruhig angegangen, einfach um hinten raus alles geben zu können. Von daher denke ich, hat alles gut geklappt. Man kann jetzt immer noch sagen, ja, ich hätte am Anfang vielleicht noch schneller fahren können, aber dann weiß man nicht, was hinten raus passiert. Von daher, ich bin hochzufrieden. Jetzt kommt als nächstes das Straßenrennen der DM und dann die Tour de France. Wie viel geht morgen im Straßenrennen? Ich hoffe viel. Ich finde, der Kurs ist extrem interessant. Er hat wirklich alles dabei. Man kann sagen, okay, ist eher ein Klassikerkurs, weil es kurze, steile Anstiege sind. Aber ich glaube, in der Summation von den ganzen Höhenmetern und ich glaube, es tut am Ende richtig weh. Auch wenn es jetzt keine langen Berge sind, jeder Berg, den muss man voll hochtreten. Und man kommt auch nie mit Schwung in den Berg rein, sondern muss immer von null eigentlich antreten, weil es sehr technisch ist in den Kurven. Von daher denke ich, wird da auf jeden Fall die stärkste deutsche Fahrerin gewinnen. Ich hoffe, dass ich vorne dabei bin, aber das werden wir sehen. Wer ist aktuell die stärkste deutsche Fahrerin? Also wer ist die Top-Favoritin für Samstag? Ohne Frage Liane Lippert. Ja. Wie macht man das dann als Konkurrenz, weil sie eben so große Top-Favoritin ist? Kann man sich so ein bisschen sogar zusammentun? Canyon hat ja sogar drei Karten im Spiel. Wie geht man das dann an? Ich denke, Canyon ist eine ganz heiße Nummer mit Ricardo und Antonia. Die haben in letzter Zeit immer gezeigt, wie stark die sind, auch heute wieder. Ich denke, die werden auf jeden Fall, ich glaube, es ist ähnlich wie letztes Jahr, alle werden ein Auge auf Liane werfen. Die hat es nicht einfach in der Titelverteidigung, aber mit ihren Beinen hat sie es dann doch eigentlich wieder einfach, würde ich sagen. Wir haben uns letztes Jahr schon ein bisschen zusammengetan. Wir wussten, okay, wir wollen so schnell wie möglich irgendwie eine kleine Gruppe und haben das schon vorher besprochen, dass wir uns abwechseln mit den Attacken an den Bergen. Für morgen haben wir jetzt noch nicht miteinander gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich sie mal noch anschreibe oder nicht. Wir werden sehen. Am Ende ist man doch, fährt jeder für sich alleine und ja, wir werden sehen. Dann kommt die Tour de France als Teamkapitänin. Wie viel Rückenwind gibt jetzt so ein Zeitfahrerfolg? Ich meine, auch dort wird ein Zeitfahren wichtig. Ja. Auf jeden Fall ganz viel Rückenwind, ja. Also ich bin jetzt viel selbstbewusster. Auch ich hatte eine gute Tour de Suisse auch, also relativ gut. Und von daher denke ich, wenn ich jetzt noch drei Wochen richtig gut trainiere, auch mehr auf dem Zeitfahrrad, ich habe bisher auf dem Zeitfahrrad gar nicht trainiert. Klar, am Ende ist das Zeitfahren bei der Tour wichtig, aber ich glaube, noch mehr Zeit verliert man in den Bergen und an den ganzen Etappen davor. Am Ende des Zeitfahren, das ist dann nochmal so Bonus on top. Aber ja, ich glaube, die Tour, da wird jede Etappe wird entscheidend sein. Danke dir, viel Spaß erstmal morgen. Dankeschön.